Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, wir sind wieder in der Ogerhöhle. Ich will es jetzt wenigstens noch einmal versuchen, mit etwas Taktik und Feingefühl und was weiß ich. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, wie ich das am besten hinkriegen soll. Ja, Fenris, schicken wir dich mal vor. Komm, lock die Bären an. Lock die Bären an. Okay, da sind die Bären. Alof, du gleich mal Verwirrung auf Ugo. Und super Rückzug. Und Alof ist ausgeschaltet. Genauso wie Fenris. Nicht so toll. Eigentlich müsste ich ja erst den Druiden loswerden. Die Druiden. Okay, wie machen wir das nur am dümmsten? Noch einen Versuch will ich wagen. Es kann ja nicht so schwer sein. Wir haben ja schon gegen eine Oberin mit drei anderen Ogern gekämpft. Aber das hier ist jetzt echt etwas heftig. Vor allem sind die Ogerdruiden mit ihrem blöden Insektenschwarm oder was auch immer sie da beschwören, so übelst imbar. So. Sure. Stellen wir uns mal auf. Schnappen uns Hagrim. Der geht mal vor. Weil während der am Zurückrennen ist gleich zum Kampfbeginn. So, Kampf hat begonnen. Machst du jetzt mal einen Schutzzauber. Hagrim rennt. So. Durenz macht auch gleich mal eine Segnung. Und Alof macht eine Frostexplosion. So. Eine Ogeroberin. Oh, du siehst gar nicht mal so gut aus. Das war der falsche Zauber. Aber egal. So, jetzt Alof. Feuerbälle. Und jetzt Nee. Erst müssen die Ogerdruiden weg. Ja, weiter auf die den Ogerdruiden schießen. Und Palegina ist schon ausgefallen. Nein, das ist nicht so gut. Du kannst wieder Auferstehung, oder? Jawohl, du kannst Belebung der Gefallenen. Mach das mal auf Palegina. Du verschaff uns mal eine Atempause. So, Palegina ist wieder da. Heil dich. So. Alle auf den Ogerdruiden. Gut. Nahrand der Weise. Jetzt die Oper. Ne, jetzt der andere Druide weg. Oh, Palegina hat schon wieder erwischt. Mist. Du stehst hier super für so einen Feuerstrahl, oder? Ja, du standest super für einen Feuerstrahl. Wäre Edda nicht im Weg gewesen.
Du große Heilung. Und versuch nochmal Palegina wieder zu beleben. Nochmal auf sie. Du trinkst noch einen Heiltrank. So, du heilst dich nochmal. Nimmst auch gleich einen Regenerationstrank. So, der zweite Druide ist weg. Du große Ausdauer wiederherstellen auf Palegina. Du bombardierst jetzt die Oberen mit schweren Geschossen. Und alle auf die Oberen, dass die fällt. Au! Okay, jetzt können wir auf Durenz, müssen wir auf Durenz verzichten. Mach die Oberin weg. So, du machst mal das auf den und dann voller Angriff. Trinken. Oh, da fällt mir was ein. Ich könnte doch Verstärkung rufen. Fällt mir gerade so ein. So. Okay, Palegina sieht wieder nicht sehr gut aus. Mach mal eine leichte Heilung. Alof, macht mal so ein Frostding. Au, das hat jetzt alle getroffen. Das war nicht so gut. Ah, das heißt, solche Geschosse. Bringt jetzt bitte diese Operin zu Fall. Du mach nochmal die kleine Heilung. Du machst mal Gauds Schwur. Du machst weiter die magischen Geschosse. Okay, die Oberin ist weg. Jetzt bist du dran. Auch wenn das knapp werden dürfte. Trank der Macht, Trank Lebensinfusion, sauft mal alles, was ihr habt. Oh, Palegina, niedrige Gesundheit, das ist nicht so gut. Okay, Palegina sollte jetzt lieber umfallen. Das ist nicht so gut. Okay. Hagrim ist gerade umgehauen worden. Was kannst du eigentlich? Mach mal das da. Dem Tode nah, okay. Hey, you're not getting through me. Okay, Edda hält ihn gerade mal so aus. Ready, Watcher. Beschwör du noch mal Hilfe. My bow's ready. Den Adra-Käfer und weg ist er. Wow. Das nenne ich mal einen verdammt harten Kampf. Huiuiui. What? Hilf mal ein bisschen nach. Du kannst ja... Oh. Na gut, dann sacken wir halt einfach mal alles ein. Stufenaufstieg für wen? Für Hagrim und Etter. Ey, cool. Hat ja voll was gebracht schon mal. Mechanik würde ich gerne noch steigern. Das heißt, die Punkte bewahren wir uns mal auf.
Genauer verwundene Schuss, brutale Umreißer, gnadenlose Gefährte. Fügen geeignete Zielklemmen an Schleichangriffsschaden zu. Geblendet, flankiert, gelähmt, versteinert, niedergeschlagen, bewegungsunfähig, betäubt, geschwächt, abgelenkt. Treuer Gefährte. Brutales Umreißen. Der Waldläufer bringt seinen tierischen Gefährten bei Feinden, die er umgerissen hat, Schmetterschaden zuzufügen. Das ist gut, das nehmen wir. Das heißt, seine Vorbereitung jetzt müsste brutales Umreißen haben. Oder so ähnlich. Hey. Hoffe ich mal. So, Edder. Stufenaufstieg. Heimlichkeit, Athletik würde ich ihm gerne noch einen Punkt geben. Bonus niederstrecken. Offensiv. Defensiv hat er eigentlich. Waffe und Schildstil hat er nie gekriegt. Das heißt, er kriegt jetzt mal Waffe und Schildstil. Ja. So, das wäre erledigt. I shall be discreet. Wir haben ein Dings, großes Abenteuer abgeschlossen. Kehrt mit Erfahrung durch die Zwillingsumfestung zurück. Die Beute wartet in der Schatztruhe in der Herrenhalle auf dich. Und die beiden sind noch da. Okay. Sure. Gucken wir, ob noch was in der Höhle ist. Ja, ist noch was in der Höhle. Wow, war das echt, das war echt ein Kampf, ey. Der könnte glatt schon in die Legenden eingehen. Die Knochen wurden von massiven Zähnen zerbissen und zermalmt. Okay. Finished. Gut. Panzerhandschuhe der Ogerkraft. Ey, Edder. Eigenschaft Feenläufer oder Fennläufer. Was bringt das? Verteidigung gegen Bewegungsunfähigkeit, gelähmt Hundbild. Angriffe minus 2 Sekunden, Befähigung. Ah ja. Wer braucht Schuhe? Dann kriegst du die mal, dass du nicht umgehauen werden kannst. So, Handschuhe. Multiplikatorbonus. Schwache Zauberwahrnehmung. Da gehen die mal zu Durenz. Und du kriegst die hier. Dafür machst du einen mehr Schaden, minimal und maximal, aber ist besser als nichts. So. Edda kann den Trank hier nehmen. Und jetzt werde ich mal Tränke brauen. Und zwar Trank der starken Regeneration. Ja, davon könnte ich mal 6 Stück brauen. So. Und Trank der starken Lebenskraft. Ja, Trank der großen Ausdauer. Von denen könnte ich auch mal 6 Stück anfertigen. So. Okay. Edda kriegt die 3. Obwohl, das ist starke Regeneration. Ja, doch, kann er die haben. Teilen wir mal das ein bisschen auf. Palegina kriegt die 4. Wie teile ich Sachen? Ah ja, so. So wie es schon immer war. So, Palegina und die restlichen 3 kriegt erstmal Edda. So. Ich sollte auf jeden Fall auch mal Tränke des unheimlichen Schützens und der flinken Füße verballern. Ja. Gut. Sonst ist hier nichts. Und Schriftrollen könnte ich auch mal verballern. So, das heißt, wir nutzen jetzt die Zeit geht zurück nach Ketnur. Dort einmal rasten, den Auftrag abgeben. Mal neue holen, gucken, was das für welche sind und dann sehen wir weiter. Ich würde nämlich jetzt auch gerne mal die Feuerfälle abschließen. Und ja, bevor ich mit der Hauptstory weitermache.